Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu Euro Truck Simulator 2. Wir sind auf dem Weg von Magdeburg nach Tschessin. Keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Und da machen wir uns mal auf den Weg. Diesmal fahre ich wieder mit Tastatur. Und dann schauen wir doch einfach mal, inwiefern wir hier. Oh, jetzt habe ich mich verschaltet. So. Los geht's. Jetzt habe ich doch glatt. Hey, Fernlicht wollte man nicht. Wollte ich nicht, wollte ich nicht, wollte ich nicht. Lenk doch! Im Schall-LKW. Der braucht auch ein bisschen, bis er hier mal einen Berg hochkommt. Das dauert aber. Mein lieber Scholli. Ja. Okay. Aha. So, dann gucken wir mal. Frei. Los geht's. Leider wieder ohne Musik, ohne Radio. Ich finde, mit Tastatur fährt sich irgendwie smoothiger. Schön, angenehm. Und der LKW hat keinen Saft irgendwie. Kommt nicht aus dem Puschen. 35. 313 Kilometer sind es, 5 Stunden und 3 Minuten Fahrt. Okay. Aha. Ich habe nämlich gerade die ganze Zeit gesucht, wo die Blinker sind, oder die Tastatur. Bei meinem Joypad hatte ich das ja an den Schultertasten. So. Auf geht's. Erstmal grober Richtung Berlin-Hannover. Die Bremsen sind auch nicht so besonders. Das ist echt ein Knet-LKW. Was ist denn mal das für eine Bude hier? Geht doch ja nicht. Zack. Jetzt aber volles Rohr hier. Volle Hacke. Full Hack. Hey. Grüß dich, meiner. Soll nicht zu schnell werden hier. Denk dran, die Bremsen sind schlecht. Denk dran, die Bremsen sind schlecht. Motor auch schlecht. DAF. DAF-Bier. Hey ho, let's go. Jawohl, zieh vorbei. Uyaka Buyaka, tanz den Ententanz. Auf der A2. Grobe Richtung Magdeburg. Magdeburg, hey Magdeburg. Fast die Ausfahrt verpennt. Entschuldigung. Oh yeah. Hast den Anhänger vergessen, du Truckerfahrer.
aufpassen, dass man nicht sinkt, ey. Ich lasse die GEMA halt auch mal dazwischen gehen. Roter LKW. Ja, mit dem LKW fahren wir nach Tscherzk. Ah ne, wir wollen nach Polen. Na, so war's. Ist doch Polen, oder? Muss Polen sein. Bei dem Namen. Obwohl Deutschland hat auch ein paar komische Namen. Ja, zum Beispiel war mal ganz groß in der, was heißt ganz groß? War so ein, ja, Poritz. Ja. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr so für lustige Ortsnamen oder Städtenamen kennt. Was heißt Städtenamen, Ortsnamen besser gesagt? Dorfnamen. Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Während ich mich hier mit 67 km/h den Berg hochknüpple und einem Reisebus überholt werde. Hey, Kaffeefahrt! Bringt mir mal eine Heizdecke mit! Machen wir, machen wir! Willst du noch dein Gebiss haben? So, 3 Stunden 37. Auf dem Highway nachts um 1:30. Trinke ich einen Kaffee oder einen Tee. Die Bäume wachsen am Hang und ich fahre auf der Straße. Oh je, endlich auf zu singen. Du kannst es nicht, lass es bleiben. Okay, okay, okay. So, jetzt hin ja. Nürnberg, Erfurt, Mensch. Nürnberg. Junge, geht's ja wohl nach Nürnberg, ne? Oh, Leipzig. Links oder rechts? Ich glaube, ich muss geradeaus bleiben. Jupp. Richtig, richtig, richtig. Ist heute schon das dritte Video denn heute, was ich hochlade. Cool. So, ich habe übrigens mal andere Videoeinstellungen drinne. Mal spannend gleich beim Auswerten. Ob's, oh shit, anhalten wollte ich eigentlich nicht, ob es ein bisschen anders aussieht. Bin schon mal gespannt. Jetzt forschen zu halt. Wohl mich machet. Mache doch. Jetzt geht's wieder nach Berlin, ne? Posen. Was, Posen nicht in Polen? Klar. Jetzt fängt der Sonne an zu regnen, ich fass es nicht. Oh, shit, ihr habt Motor ausgemacht. Eieieiei. Ich hab den Motor ausgemacht. Ein Bordcomputer mal durchschalten hier. Okay. Weiter geht's. Nee. Das ist doch, was ich suche. Geradeaus muss ich. Ich such den Scheibenwischer. Scheiße. Das war Licht. Jetzt habe ich schon wieder die Motor aus. Das ist schon eine Kacke. Egal. Fahren wir halt ein bisschen mit benebelten Scheiben.
So, was eine Dick. Stellbremse. Ach shit. Ich zock das Game einfach zu selten dafür. Na gut, man hätte sich jetzt noch vorher erkundigen können. Ja? Hätte man machen können, hätte man nicht machen. Also da muss ich jetzt echt mal sagen. Hirsch. Hätte sich mal erkundigen können vorher. Wo der Scheibenwischer ist. Oh shit. Ah ja. Aber auch ein blindes Huhn findet irgendwann mal sozusagen den Abnehmer meiner Fracht. Ich muss geradeaus, ich setz mal dezent. Ey, ich hab geblinkt, du! Ich war sein. Ich sehe schon nichts. Aber nach hinten kann ich besser gucken als nach vorne. Sei bloß froh, du. Dass ich nach hinten besser gucken kann als nach vorne. So, kommt da was? Ja, aus mir egal. Mensch, ist die Karre langsam, ey. Scheiß. Noch 2 Stunden und 30 Minuten. Noch 2 Stunden und 29 Minuten. Noch 2 Stunden. Halt die Fresse, okay. Ein Bus. Ein grüner Bus. Ohne gelbe Aufschrift. Gibt's denn sowas? Da gibt's ja auf YouTube, ja, gab's ja mal hier so ein Ding hier mit über 10 Millionen Menschen, wenn ich richtig lesen und schreiben, ja. Gibt's ja da ein Video, könnt ihr mal angucken. Soll jetzt keine Werbung sein, aber ich find's witzig, ja. Was ist denn da los? Die ganze Karre ist verfriemelt. Und Fett beim Fressen gibt's ja auch nicht. Ich mach hier noch ne Frecke. Hab's doch extra aufgeschrieben. Sinn des Zwecks des Videos ist praktisch. Sagt er irgendwas mit über 20 Millionen Menschen können nicht richtig aus Deutsch. Ja, also schreib dich nicht ab und lern Ostdeutsch, du Arschkrappe. Oh, herrlich. So viel dazu. Noch ein grüner Bus. Schrien, Bass. Auf der A10 unterwegs. Und ich komme hier nicht voran. Ich komme einfach nicht vom Fleck. 50 km/h habe ich irgendeine Bremse angezogen oder sowas? Ich weiß es nicht. Ich werde nicht schneller. Ich werde nicht schneller. Was ist denn das hier für eine Funktion hier? Ich habe irgendwas gedrückt, was ich hätte nicht drücken sollen. Okay. Gib doch mal irgendwie. Was ist denn da los? Nö, Feststellbremse gezogen? Nö, alles gut. Kommt nicht vom Acker hier. Schalt doch mal runter eventuell. Ja, schalt mal ein bisschen runter. Mal einen 6. 1 Stunde 54 noch. Komm ich doch nie an, ey. Die Krüppeljocke hier. Da pisst immer noch. Na, Hintergang. Ich habe anscheinend nichts gezogen. Komisch. Oh, kaum kommt eine Steigung, fällt der wieder in den Keller. Ich fass es nicht. Ich könnte von hinten schieben. Mensch, ey. Krieg ich einen Käsefinger vom Drücken hier. Stettin! Oh! So, gleich kommt die Abfahrt. Gleich. Dann ja auch ein bisschen Schwung mit für die nächste Straße. Steht hin. Noch eine Stunde 40. So, wir setzen mal dezent den Blinker. Jetzt willst du hier auch runter, oder was? Achso, ist Doppelsprung. Was auch. 40, ey. Erst mich überholen, das kann ich ja leiden, sowas. Auch im richtigen Leben, ja. Überholen, voreinsetzen, bremsen, blinken, abbiegen. Könnte ich kotzen, könnte ich dabei sowas. Die ist eng, die Kurve. Ja, mit dem Schwung mit, ja, 70. Ah, Feuer frei. Oh ne, er fällt schon wieder, das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Was soll das für eine Muffkarre hier. Ach ne, ist ne. So.
schönen Straßen. Angenehm. Schöner Fahrbahnbelag. Schön, schön, schön. Naja, wenigstens kommen wir ein bisschen voran. 67. Das heißt nichts. Nee, jetzt fällt er schon wieder ab. Oh, Mensch. Und er überholt mich hier mit seinem Gummikern. Das war auch nicht. Tja, Radarkontrolle, witzig. Immer lachen. Kacke. Aber noch 66 Kilometer. Da fühlt sich auch wirklich so an wie 66 Kilometer hier. Da haben die auch mal Leipzig gemacht. Die haben bestimmt das letzte Video gesehen, wie ich gefahren bin. Da haben die gedacht, nee, Junge, du fährst jetzt mal richtig. Ja. Und mit richtig mal unter richtig Geschwindigkeit. Ja. Damit du mal siehst, was du davon jetzt hast, wenn du mit 130 Uhr Autobahn da warst mit einem LKW. Ja. So nett. Mein Gott, ey. Warte mal drach, was hat er bloß für Boot drin? Da sitzt wahrscheinlich einer unter der Haube und kurbelt die ganze Zeit. Der hat schon Arme wie Popeye. Bestimmt 6-Zylinder oder sowas. Schreibt eine Seite V8. Das ist ein V8. Naja, V8. V8 am Arsch. Ein Liter V8 Motor. Auf V8. So, noch 40 Kilometer. Und wehe, das ist eine beschissene Straße. So eng. Hast du das? Schon zu brechen, nee, wenn ich ja. Ach nee, ich muss ja. Oh, warte mal, das wird jetzt ein bisschen knäppig. So. Hey! Also, Unfall, wieso? Ey, ich hab doch rechtzeitig geblinkt, was fährt der. Mein Geld! Mein schönes Geld. Kacke. Ich verdiene bis 400 Euro ja den Job wahrscheinlich. Zu spät komme ich auch noch. Mein Gott, ey. Shit. Oh. Tanke tue ich die Kiste aber nicht hier. Die fährt bestimmt nicht mit Diesel, die fährt bestimmt mit Schwermetall. Rohöl hier, wie das sich anführt. Ich bin schon ganz müde von der Fahrt. Müde bin ich. So. Wo sind wir denn jetzt? Polen oder? Ja, Holland. Welcome to Poland. Bodenlose kaufen. So. Bei uns sind es die grünen Bus, bei denen die gelben. 50 km/h, ich bin zu schnell. Ein Wunder, ich bin zu schnell mit diesem Bus.
LKW. Bus. Neben denn der alte Busfahrer noch, Busfahrer noch, Busfahrer noch. So. Ich wechsle mal die Spur. Und saug mich mal dran. In seinen Windschatten. So, wir müssen nämlich links weg jetzt hier. Wie noch geflaxt. Das ist ernst hier. So. Achso, Kreisverkehr. Jo. Ja, bremsen! Ich stehe doch mit meinem Hänger im Kreisverkehr. So. Einmal nach rechts. Hätte ich da nicht auch geradeaus fahren können? Nee. Aber schöne Kirche davor. So, weiter jetzt. Was ist denn das hier? So. Irgendwie habe ich das Gefühl, der beschleunigt besser. Was ist denn A gewesen? Egal. Wir müssen geradeaus. Breps. Noch ein Stückchen vorfahren. Ich schon wieder auf E kommen? Okay. Was ist E? Retarder. Whatever. So. Guck mal an, die haben so Mercedes hier. Der Stern. Ja, nun warte mal hier. Muss er hier jetzt. Kannst du ja einfach das Navi zumachen. Oh, der holt aber aus. Mein Gott, ist das ein beschissenes Teil. So, jetzt müssen wir hier rein. Müssen wir hier rein. Ui. Ja komm, die Kurve kriegen wir noch anständig hier. Hab ich. Ja, wurde knapp, aber es ging. So, dann laden wir mal die Fracht hier ab. Ah, ihr schafft. Super geil. Super geil. So, durch einen Unfall verursacht, aber egal. Gut, Leute, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da oder ein Abo. Der grüne Ball blendet gleich oben ein. Und bis dahin, ciao, euer Flosch.